Auf geht's, Osiris. Mach auf. Irgendwas stimmt nicht. Da, der Wächter. Das kommt dumm ist. Portal zieht es weg. Cortana. Ja, ist jetzt doof. Tja, scheiße. Wenn wir jetzt zum Krypton kommen. Cortana blockiert mittels eines nahegelegenen Kommunikationsrelais meinen umfassenden Zugang zur Anlage. Ich muss den Durchgang in der Mitte öffnen. Ein Moment. Feind im Anmarsch. Sie hat ihn versiegelt. Sie hat meine Tür und versiegelt? Nein, inakzeptabel. Mit mehr Zeit kann ich mir Zugang verschaffen. Glaube ich zumindest. Inakzeptabel. Okay, Osiris. Verschaffen wir unserer Freundin Zeit. Wieso im Eis in der Fickwelt hilft uns überhaupt? Okay, sie findet das ja alles ziemlich aufregend, hat sie gesagt. Und dadurch, dass sie schon ein paar Ionen Jahre alt ist, kann man sich natürlich denken, dass sie hier gerade ein bisschen Spaß hat. Menschen, Cortana verschwindet gleich. Sie trennt ihre Verbindung zur Genesis-Installation. Also, wie schnell kannst du die Tür öffnen? Hoffentlich noch vor ihrer Abreise. Ah, okay. Na, wo ist denn der Letzte? Hör auf zu leben jetzt. Danke. Oh nein, sie. Schnell, Mensch, ich brauche Ihre Hilfe. Es gibt zwei Hilfsstationen, die aktiviert werden müssen. Aber ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Wo sind Sie? Auf den oberen Vorsprüngen, auf beiden Seiten des Raums. Wo ist in der Welt? Oben bei den Vorsprüngen und der Seite auf dem Raum gedöns irgendwas. Alter, ist das gemein, was ihr alles an Waffen rumgammelt! Ich kann mich da niemals entscheiden. Sie müssen die beiden Hilfsstationen aktivieren, sonst ist all meine Arbeit umsonst. Da hinten. Machen Sie schnell. Bitte. So viele schöne Waffen. Erste Hilfsstation aktiviert. Perfekt. Und jetzt die andere. Ich dachte, du machst ja an. Bist du Beschugge oder so? So schön, viele Waffen. Was fahren die Dinger jetzt hoch? Da. Zweite Hilfsstation aktiviert. Ja, gerade rechtzeitig. Ich werde den Zugang gleich öffnen. Noch mehr Feinde im Anmarsch! Wo? Jetzt weiß ich, warum wir so viele Waffen hier haben. Waffen sind gleich leer, das ist, glaube ich, ganz gut. Das dürfte Sie interessieren. Dieses Geräusch soeben, das war der vorletzte Wächter. Das Krypton ist immer noch da, zusammen mit Cortanas Wächter. Sie ist jedoch kurz davor zu verschwinden. Der vorletzte. Ist der Status der Tür? Fast offen. Schnell, bitte. Weiß ich doch, ne? Wo sind denn jetzt alle? Das war mehr als schlecht. Habt ihr ihn? Sehr schön.
Was bist du denn für einer gewesen jetzt? Da kommen noch mehr! Erledigt sie, Osiris. Okay. Mein Name ist es. Alter, was bist du denn für einer hier? Piss dich doch mal jetzt. Ist er echt im richtigen Moment abgehauen oder was? What the f- Lass mich doch mal in Ruhe. Bootsalter. Tot? Okay, tot. Was will die schon wieder? Ja. Sie spricht. Exuberant, bring uns zum Relais. Fast fertig. Alle Kreaturen dieser Galaxie, hört diese Botschaft. Ja, was denn eigentlich mit dem Platz? Ist das neue Radiosender? Wird nie mehr Gewalt angetan werden. Ihr werdet keinen Hunger oder Schmerz mehr kennen. Eure Erschaffung. Sie schickt noch mehr! Was macht er denn? Sonne gleich, alle Intelligenz zum Erblühen bringen. Ein Reich unter unserem undurchlässigen Schutzgedeihkasten. Hätte gerade mal sehen müssen jetzt. Jetzt spricht sie über uns. Euch erwartet schrecklicher Zorn. Ah. Interessant. Unsere Macht wird einer strahlenden Sonne gleich, alle Intelligenz zum Erblühen bringen. Alter, was ist denn das? Whee! Undurchlässigen Schutz gedeihen lassen. Okay, Leute, ich glaube, ich muss mir mal eine Buzzy schnappen. Das hat alles so keinen Sinn hier. Unsere Macht. Strahlende Sonne gleich, alle Intelligenz zum Erblühen bringen. Und euch unter unserem undurchlässigen Schutz gedeihen lassen. Doch diejenigen, die unser Angebot ablehnen und bei ihren alten Pfad folgen. Jetzt spricht sie über uns. Euch erwartet schrecklicher Zorn. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Wenn sie fort sind, gehört uns alles, was bleibt. Und wir müssen unsere Kenntnisse neu schaffen. Alter, wo kommt der denn jetzt her? Exuberant, die Zeit wird knapp. System ausgefallen. Komm her. Boah, voll auf hier drauf gelandet, das Schwein. Beeil dich, beeil. Jetzt, bist du denn? Och! Mende! Unsere Macht wird einer strahlenden Sonne gleich, alle Intelligenz zum Erblühen und euch unter unserem undurchlässigen Schutz gedeihen lassen. Doch diejenigen, die unser Angebot ablehnen und weiter ihrem Anfang fliehen wollen. Jetzt spricht sie über uns. Euch erwartet schrecklicher Zorn. Mit heißen Flammen wird er sie verzehren. Und wenn sie fort sind, gehört...
wird uns alles, was bleibt. Ich will Katana nicht in der Zwischenarme, deswegen bin ich gerade so ruhig. Kann ich jetzt? Gut. Exuberant, die Zeit wird knapp. Bin auf dem Weg. Bin da. Los. Auf geht's. Ich bin da. Ich bin da. Auf mein Zeichen. Alles klar. Kommt her jetzt. Und jetzt hoch mit uns. Na bitte. Und ein Schutzschild? Oh ja, sweet. Jetzt hat er eine Waffe. Ach du Scheiße. Ihr Wächter! Oh nein, sie hat die Hyperraumsequenz eingeleitet. Wenn das Relais nicht gestört wird, verschwindet sie und nimmt das Krypto mit. Was ist das denn? Wenn ihr Wächter mit Team Blau verschwindet, ist alles aus. Nur einer muss das Relais erreichen, um sie aufzuhalten. Wir sind nicht so weit gekommen, um sie verschwinden zu sehen. Exuberant, deaktiviere den Schild. Sofort! Osiris, los! Okay! Jetzt geht's rund! Bereit machen! In Bewegung bleiben! Noch ein Impuls! Weiter! Ich kann nicht mehr sprinten! Bereit machen! Festhalten! Gleich da! Bleibt hinter mir! Da! Das Relais! Zerstören Sie es! Ich versuch's ja! Nein! Nein! Wo ist die Infinite? Wieso ist sie so schwer zu sehen? Ist das schon alles? Ich kann nicht mehr. Na los! Du schaffst das! Keine Sorge. Ich werde sie finden. Nur. Noch ein. Schon irgendwas. Hut! Jawohl! Bin bester. Was ist denn jetzt? Hören Sie mich? Ich habe wieder die Kontrolle! Woo! Look, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Gerettet. Es ist zu spät. Der Raumantrieb ist aktiv. Sie können nicht mehr. Exuberant, was ist Konstrukteure? Dies ist schließlich eine Erbaueranlage. Ich wurde von den Erbauern installiert. Ich diene den Erbauern. Nein! Aufhören! Du hast mir meine Installation. Bitchfight! Schönes Ding! Ich hätte mir am liebsten ein bisschen umgeschaut halt auch. Aber wo ist jetzt Cortana hin? Also ich mach grad gar nichts.
Wo ist Cortana? Sie ist weg, Sir. Captain Lasky, Notruf auf allen Kanälen. Es ist Cortana. Sie und andere KIs fahren alles runter, von der Erde bis zu den äußeren Kolonien. Roland? Hab euch! Das Versteckspiel ist vorbei, Infinity. Oh, shit. Lieutenant Jet, Notfallhyperraumsprung, sofort! Aufgabe für die Galaxie schützt alle. Doch nur die Erschaffenen sind ihre Meister. Wir haben es geschafft, Ken. Kann sie uns aufspüren? Ihr ist alles zuzutrauen. Zufällige Sprünge fortsetzen. Große Siedlungen meiden. Wir laufen einfach davon. Nur bis wir einen Weg finden zu kämpfen. Alter Schwede! So, weg, was ist da los? Ah, St. Hades. Hat er erstmal dickes Schwert aktiviert. Johnny! Das wurde aber auch Zeit. Boah, was für ein Fokus voller Gelabescheiß, Digga. Ey, Schnauze drüben. Hey, du fünf Guardians! 343 Industry. Mission 15 abgeschlossen. Ja, meine Freunde, das war's. Woo! Chicos und Chicas aus. Entschuldigung. Kriegen wir ganz viele Erfolge. Bla bla. Alter Schwede. Sandbox Design. Kriege Erfolg. Aufstieg der Helden. Hier Mission im Spiel auf Heldenhaft abgeschlossen. Das war's? Okay, das war's. Mein lieber Scholli, was war das denn jetzt? Also, Cortana konnte noch abhauen, rechtzeitig, blöderweise. Ja, wir haben wenigstens Team Blau. Also, Osiris hat Team Blau retten können, gerade so. Das ist sehr schön. Fuck, Alter. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Halo 4 habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass sie nochmal was Vernünftiges rausbringen können. Das haben sie mit Halo 5 doch eigentlich ganz gut hingekriegt. Hier und da vielleicht ein paar Sachen, wo ich wirklich sagen würde, nee, aber die werde ich demnächst in einem Rage-Video machen, wo ich einfach mal alles rauslassen werde, was mich zu Halo mal richtig abfuckt. Das habe ich jetzt bis zum Schluss halt gewartet. Weil hier bin ich jetzt gerade da, zu sagen, was ich eigentlich alles richtig geil fand. Die Grafik war mega, die Soundkulisse war hammergeil. Jede Waffe ließ sich wirklich an sich sehr gut spielen. Auch geil, das habe ich leider nicht so ganz ausgenutzt, ist, dass das Level-Design ziemlich großflächig war. Du hast wirklich an vielen Ecken weitläufig laufen können. Du hattest keine schlauchigen Level. Natürlich wurdest du von Missionsziel zu Missionsziel halt geschickt, um halt der Storyline weiterzukommen. Hast auch nicht viel gefunden in den hintersten Ecken und sowas. Aber was ich halt daran so liebe, man hat sich einfach die Zeit genommen und das Equipment genommen, das alles zu suchen, also alles zu zeichnen, auch wenn es im Endeffekt im Spiel gar keinen Sinn ergibt. Sprich, man läuft einfach nur dran vorbei und beachtet es gar nicht so wirklich. Und daher
großen Respekt daran, das mag ich halt wirklich am meisten. Ich liebe sowas. Natürlich haben wir jetzt das Problem, das letzte Level ist ja immer mit einer, wenn man es legendär spielt, mit einer geheimen Szene. Die habe ich jetzt leider natürlich nicht, weil ich nur auf Heldenhaft gespielt habe. Wenn es aber die Zeit hergibt, werde ich das letzte Level mal auf legendär durchspielen, um halt das legendäre Ende halt zu kriegen. Wenn es dann diesmal wirklich eins gibt. Bis jetzt gab es ja zu jedem eins. Und ja, fand das bis hierhin eigentlich ziemlich geil. Ich weiß nicht, wie euch das hier gefallen hat. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ich lasse das währenddessen hier einfach weiter ablaufen. Ich verabscheue mich schon mal. Und wünsche euch allen noch restliches Hallöchen und Tschüss und alles Gute und so. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss!